Salam alaikum. Nein. Merhabar. Nein. Welcome everyone. Nein, 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 auch falsch. Bonjour. Nein, auch falsch. Guten Tag. Nein, ganz falsch. Salve discipula aut discipule. Das ist Latein und bedeutet so viel wie herzlich willkommen. In diesem Video möchten wir dir den Lateinunterricht am Ernst-Abbe-Gymnasium vorstellen. Außerdem erklären wir dir, warum es sich für dich lohnt, Latein zu lernen. Wir, das sind Herr Götzki, Frau Wirz, Herr Kötter-Heinrich, Herr Blechschmidt, Herr Kruse, Frau Marek, Frau Schützack und ich. Mein Name ist Herr Paffrat und jetzt lernst du auch noch eine Schülerin unserer Schule aus unserem Lateinleistungskurs kennen. Salve! Herzlich willkommen bei unserem Tag der offenen Tür. Ich bin aus dem Latein-LK. Was machst du denn hier? Wie kann ich dir helfen? Ich gehe in die 6. Klasse und überlege, ob ich Latein lernen soll. Aber meine Freunde sagen, Latein ist eine tote Sprache. Na Moment, ich werde dir zeigen, dass Latein noch ziemlich lebendig ist und auch du deshalb jetzt schon eine Menge Latein kannst. Schau dir mal diese Wörter an. Was fällt dir auf? Das sind lateinische Wörter? Die kenne ich doch alle irgendwie. Ja, wie viele von diesen Wörtern verstehst du schon? Eigentlich alle, aber ich bin mir nicht sicher. Na dann, schauen wir sie uns mal kurz an. Denk doch mal an Wörter, die im Deutschen ähnlich klingen oder im Englischen. Diese Wörter sind also eigentlich alle lateinisch? Genau, viele Wörter, die wir heute benutzen, besonders auch Fach- und Fremdwörter, stammen aus dem Lateinischen. Wer Latein kann, kann diese besser verstehen. Das ist ja interessant. Gilt das auch für andere Sprachen? Aber klar. Lingua heißt Sprache. Diese Sprachen sind alle aus dem Lateinischen entstanden. Heißt das, dass ich all diese Sprachen leichter lernen kann, wenn ich Latein lerne? Kann schon sein. Und warum sollte ich noch Latein lernen? Es gibt viele gute Gründe, Latein zu lernen. Zum Beispiel, wenn du, wie eben schon gesagt, viele bildungssprachliche Wörter im Deutschen wie Interesse oder Studium besser verstehen und viele englische Wörter verstehen willst, an strukturiertem und logischem Denken und Rätseln Spaß hast, regelmäßiges und konzentriertes Arbeiten trainieren möchtest, durch das Vergleichen mit anderen Sprachen verstehen möchtest, wie Sprachen funktionieren, auch das Deutsche oder andere Sprachen, die du noch kannst, durch Latein nachweislich besser Deutsch können möchtest. Wusstest du eigentlich, dass eine Forscherin das hier am Ernst-Abbe-Gymnasium herausgefunden hat? Nein, wusste ich nicht. Das waren ja schon einige Gründe. Gibt es auch noch einen Grund dagegen, Latein zu lernen? Klar, wenn du gerne und viele Sprachen sprichst oder wenn du lieber eine Sprache lernen möchtest, die man heute noch in vielen Ländern spricht, kannst du bei uns auch Französisch lernen. Wenn dir aber gesprochene Sprachen schwerfallen und du vielleicht in der Grundschule schon Schwierigkeiten mit Englisch hattest, ist Latein vielleicht eine gute Idee für dich. Und es kommen noch mehr Gründe dafür. Lerne auch Latein, weil du mehr über die spannenden und heute noch lebendigen Sagen und Mythen der Antike erfahren möchtest. Die antike Kultur, also Lebensweise, Medizin, Essen, Unterhaltungsorte wie Kolosseum oder Thermen, als Vorbild der heutigen Kultur Europas interessant findest, über wichtige Themen des Lebens nachdenken möchtest, wie Religion, Familie, Freundschaft und so weiter, Interesse an der Geschichte der Antike hast, an Cäsar, am Ausbruch des Vesuvs und so weiter, die Sprache kennenlernen möchtest, die über 2000 Jahre lang die wichtigste gemeinsame Sprache kluger Köpfe und Künstler in Europa war, oder das Latinum erwerben willst, das auf dem Zeugnis steht, für manche Studiengänge wichtig ist und bei Bewerbungen ein Vorteil sein kann. Wow, das war ganz schön viel. Und wie sieht denn Lateinunterricht hier an der Schule aus? Wird da zum Beispiel Latein auch noch gesprochen? Komm, wir schauen uns mal den Lateinunterricht genau an. Und? Wird es nun noch gesprochen? Nein, im Lateinunterricht ist die Unterrichtssprache Deutsch. Aber wir vergleichen ganz oft das Lateinische mit dem Deutschen, dem Englischen
und unseren weiteren Herkunftssprachen wie Türkisch oder Arabisch. Vor allem lernen wir die lateinische Sprache an lateinischen Texten, die wir übersetzen. Dabei reden wir nicht nur ganz oft darüber, wie wir beim Übersetzen möglichst gutes Deutsch schreiben können, sondern wir sprechen auch über viele interessante Themen, die in den Texten vorkommen. Zum Beispiel Religion, Schule oder Alltag in der Antike und vergleichen das mit unserer Zeit. Aber das ist ganz schön viel. Ist Latein denn eigentlich schwer? Ich finde Latein nicht schwer. Man muss aber schon von Anfang an mitarbeiten und lernen. Das ist ja eigentlich in allen Fächern so. Ja, aber muss man da viele Vokabeln lernen? Natürlich braucht man Vokabeln. Ohne Wörter kann man eine Sprache nicht verstehen. Aber in Latein lernen wir immer nur 20 bis 30 Wörter pro Lektion. In kleinen Portionen, das schafft man. Und wir haben kreative Lehrkräfte, die mit uns Wortschatzübungen und Spiele machen. Außerdem haben wir ja Navigium. Navigium? Was ist Navigium? Navigium erleichtert das Lernen von Vokabeln. Damit kann man ganz einfach am Handy oder Computer effektiv Vokabeln lernen, Grammatik üben oder auch mit Texten arbeiten. Macht ihr auch mal was Besonderes im Lateinunterricht? Klar machen wir auch besondere Sachen im Lateinunterricht. Zum Beispiel gibt es alle 2 Jahre das große Latein-Theaterprojekt. Da führen wir mit dem ganzen Jahrgang ein Theaterstück mit antiken Themen auf, das wir selbst geschrieben haben. Alle 2 Jahre machen wir auch beim Wettbewerb Lebendige Antike mit und haben schon manche Preise gewonnen. Außerdem machen wir Wandertage, zum Beispiel ins Museum oder zur Humboldt-Universität. Wir sind nämlich Partnerschule der Humboldt-Uni und die Lateinlehrkräfte an unserer Schule arbeiten eng mit der Uni zusammen. Und wenn man in der Oberstufe weiter Latein macht, auch schon mal eine Fahrt nach Rom. Rom? Rom, ist das nicht diese Stadt in Italien, in die heute Millionen Menschen aus aller Welt reisen? Ja, genau. Rom war damals die Hauptstadt des Römischen Weltreichs und eine Millionenstadt, wie heute Berlin oder New York. Auch heute reisen Menschen aus aller Welt nach Rom. Denn Rom und das Römische Reich waren bei ganz vielen Themen die Wiege, also der Ursprung unserer heutigen Kultur. Auch Folgendes gucken wir uns im Lateinunterricht an. Wie die Menschen in der Antike wohnten, wo und wie die Römer in der Antike ihre Freizeit verbrachten, zum Beispiel beim Besuch in den Thermen oder bei blutigen Gladiatorenkämpfen im Kolosseum, wo sie auf den Markt gingen und was man dort erleben konnte, wo und wie sie die Götter verehrten und wie die Straßen aussahen, auf denen sie damals reisten. Und wir vergleichen ihr Leben mit unserem. Wir sehen uns im Unterricht an, was war damals anders bei uns, aber was ist vielleicht auch ähnlich wie bei den Römern? Was können wir heute noch aus diesem Vergleich für uns lernen? Im Lateinunterricht begegnen dir aber nicht nur die Menschen der damaligen Zeit, sondern natürlich auch die Helden und Götter der antiken Mythologie, also der Welt der Sagen und Legenden. Diese Helden und Götter erleben spannende Abenteuer, wie der berühmte Herkules, der 12 Heldentaten vollbringt und zum Beispiel gegen Löwen und Schlangen kämpfen muss. Sie fühlen auch wie wir, denn sie verlieben sich. Auch mal in sich selbst, wie Narziss. Und hören auch mal nicht auf ihre Eltern, wie zum Beispiel Ikarus, der auf seinen Flügeln über das Meer fliegt und dabei tragisch scheitert. Und sie werden auch mal sehr, sehr wütend. Einige von diesen antiken Geschichten oder Figuren kennst du vielleicht, denn sie begegnen uns auch heute noch in Filmen, Serien, Büchern oder sogar Videospielen. Zum Beispiel spielen die Götter in den Abenteuern von Percy Jackson eine große Rolle. Mit ihren spannenden Mythen erzählen sich die alten Römer die Welt. Zum Beispiel erklärt die Sage von Romulus und Remus, wie die antike Stadt Rom entstanden ist. Bekannt ist auch die Geschichte vom Krieg um Troja mit dem berühmten trojanischen Holzpferd. Und vielleicht kennst du ja noch mehr solcher Geschichten, denn sie begegnen uns auch mitten in Berlin, wie auf diesem Wandgemälde in Kreuzberg, das eine Szene aus dem Mythos von Apoll und Daphne abbildet. Und was gefällt dir am Lateinunterricht am besten? Dass wir hier anhand der antiken Texte über die ganz großen Themen des Lebens heute sprechen. Über Freundschaft und Liebe, Familie, sogar über den oder die perfekte Partnerin.
über Krieg und Frieden, über Männer, Frauen und ihre Aufgaben im Alltag, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede, über Götter und Religion, über Gerechtigkeit und Glück und vieles, vieles mehr. Dann ist Latein also gar keine so tote Sprache. Stimmt. Oder wie es hier in unserer schönen Aula ganz oben an der Wand steht, non scolae, sed vitae discimus. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Das klingt ja wirklich toll. Danke dir für die vielen Erklärungen. Ich glaube, ich gehöre jetzt auch zu euch und lerne Latein. Dann herzlich willkommen am Ernst-Abbe-Gymnasium.